Heute Abend machen wir Seniorenabend. Ja? Gibt's da auch Titten zu sehen? Klar! Vielen Dank. Im Kapitol in Köln. Guten Abend. Heute Abend, liebe Freunde, hier im Saal und draußen vor den Fernsehern, haben wir einen Abend speziell für unsere vielen Millionen älteren Zuschauer. Heute Abend ein großartiger Seniorenabend. Alles für die ältere Generation abgestimmt, die viel geleistet hat und der gerade meine Generation unendlich viel zu verdanken hat. Ich sage an dieser Stelle Danke. Wir haben ein wundervolles Programm, einen Reigen. Wir haben ein großartiges Potpourri von Robert Stolz-Melodien für Sie zusammengestellt, meine Damen und Herren. Wir entführen Sie aus diesem Grund nach Wien, die Hauptstadt des Walzers. Wir haben Einkaufstipps für Sie und wir haben Filme für Sie vorbereitet, die zeigen, jawohl, das Alter, der Herbst des Lebens ist vielleicht doch die schönste, weil reifste Zeit im Dasein eines Menschen. Und vom Herbst des Lebens, von dem ich gerade gesprochen habe, ist es nur ein kleiner Schritt zurück zum Sommer. Heute ist Sommeranfang und ich trat auf die Straßen Kölns und sagte mir, es war kühl, es war heute relativ kühl für den Sommeranfang, oder? Eigentlich schon. Und trotzdem eine attraktive junge Frau in einem Minirock mit den Traummaßen 80, 60, 80. Auch am anderen Bein. Die Spice Girls bei uns. Ich habe mich jetzt auf die Baggersee-Saison vorbereitet, habe mein Fernglas aus dem Keller geholt. Und am Wochenende geht schon mal los. Und ich muss Sie warnen, jetzt kommt ja die lockere Zeit, wo wir deutschen Männer auch sozusagen den Macho, den Latin Lover in uns entdecken. Und was ist das Typische? Ich sage nur, Julio Iglesias. Er hat 3000 Frauen geliebt pro Tag. Ja? Aber er hat nie Socken getragen. Oder? Julio Iglesias immer barfuß in den Lederschuhen. Vorsicht, ganz gefährlich. Lederschuhe, barfuß getragen, können krank machen. Deswegen trage ich zum Beispiel privat unter meinem Lederfummel Gummizeug. Wir haben mir schon immer gedacht. Und wie alles im Leben ist es ambivalent. Leder auf nackter Haut, das wissen wir seit heute, macht krank, aber es macht auch geil. Bestimmte Socken zum Beispiel lösen bei mir Allergien aus. Das sind Socken mit lustigen Motiven drauf bei Männern, die älter als 8 Jahre sind. Es gibt so kleine Kringelchen oder lustige Figuren. Ich kaufe immer, das soll ich vielleicht mal sagen, diese 10er-Pack-Socken für 8 Mark, Arztsocken. Kennen Sie das? Steht drauf, ganz trocken, Arztsocken. Und ich trage so, dass man das lesen kann. Und diese Socken heißen ja Arztsocken, weil sie von jungen Spitzenärzten eingelaufen werden. Ein Jahr im Krankenhaus. Die tragen diese Socken vor und dann passen die sozusagen wie angegossen, wenn man sie selber kauft. Wenn Sie das Wochenende in Holland verbringen wollen,
darf ich Sie auf eine interessante Neuigkeit aufmerksam machen. In Holland gibt es jetzt ein Fachlexikon für Flüche. Man hat ja immer geglaubt, unsere holländischen Nachbarn fluchen nicht. Ja? Jetzt hat man herausgefunden, Holländer fluchen und, wusste auch keiner, Indianer. Und der bekannteste und geläufigste Fluch in Holland, wissen Sie, wie der heißt? Der heißt, Scheiße, der Karawan war zu hoch für die Unterführung. Nummer eins. Nachher das große Robert Stolz-Medley mit zwei Herzen im Dreivierteltakt. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Der zweite wichtigste Fluch in Holland ist, Rot, verdammt, der Butangas ist alle. Das steht alles in diesem neuen Buch. Was mir gefällt, ist, dass es immer noch elegante Damen gibt, die sagen, ah, Scheibenkleister. Schön, oder? Das hat noch Stil. Ach, Scheibenkleister. Solche Damen sagen auch noch, ach, du liebes Bisschen oder ach, Herr Jemine. Wenn irgendwie bei einer Kaffeetasse der Putte, die die Tasse festhält, das Flügelchen abbricht. Ach, Herr Jemine. Scheibenkleister. Und Indianer, ja, fluchen auch. Zeigen wir Ihnen gleich. Wir haben erstmal den großen Beweis, so flucht man in Holland. Auch von einer Figur, die wir alle kennen und von der wir es gar nicht erwartet hätten. Und heute wieder etwas ganz besonders Köstliches von Frau Antje, zubereitet mit echtem Käse aus Holland. Hallo Rotmuffje, kaute verdammte Scheiß Käse hier aus Holland in de Kackeboot hier, verdammte Scheiße. Rosenhaus Amsterdam. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, dass wir heute in Sat 1 einen Seniorenabend haben. Sie wissen, Sat 1 ist im letzten Jahr erschreckend jung geworden, was die Zuschauer angeht. Lange Jahre waren die älteren Zuschauer bei Sat 1 glänzend aufgehoben und sie sind jetzt alle zur RTL gegangen mit Karel zusammen. Und toll, dass wir da heute ein bisschen wieder in die Gegenrichtung arbeiten können. Ich war sehr überrascht, dass Sie gehört, aber auch Indianer fluchen. Ich dachte, Indianer fluchen nie. Leider nicht der Fall. Schauen Sie, wir haben den Beweis, Indianer fluchen doch. Na, Rotbacke, gehen wir einen schlucken? Du kannst Winnetou mal sowas von am Arsch lecken. Ich zieh mir lieber allein die Kappe dicht, du Drecksau. Ach so. Und noch was will Winnetou gesagt haben. Ich hasse diese Pampa hier. Dieser ganze See ist so ein einziger stinkender Haufen Bison-Scheiße. Gestern war es meine Journalistenpflicht, Sie darauf hinzuweisen, Kaffee kann Krebs machen. Sie wissen, mit diesen kleinen Pilzen im Kaffee. Heute gibt es Hoffnung, nicht für den Krebs, aber genmanipulierte Kartoffeln helfen gegen Durchfall. Ja, das ist doch mal eine Nachricht, oder? Hey, sagt man sich da. Ja. Genmanipulierte Kartoffeln helfen gegen Durchfall. Gestern zu sehen in der Sendung Der heiße Stuhl. Und meine. Sie wissen ja immer, ich bummel ja immer über den Markt, einfach um mit den Marktfrauen zu reden. Und was sind so Frauen, die haben so viel Lebenserfahrung und alles Philosophien. Und meine Lieblingskartoffelart war bisher mehlig festkochend. Ja? Und Sieglinde, Hansa und Grata. Das waren die großen drei. Sieglinde, Hansa, Grata. Jetzt neu, genmanipulierte Kartoffelsorten gegen Durchfall. Darma, Rosetta und Diarrhea. Und schön. Es funktioniert wirklich, denn Sie wissen, jede Pointe, die ich hier abends erzähle, ist von mir im Selbstversuch getestet. Genmanipulierte helfen gegen Durchfall, hundertprozentig, vor allem in Zäpfchenform. Ich habe es selber probiert. Und ich kannte bisher schon ein Gen, das gegen Durchfall
half, das war das aufs Klo gehen. Moment. Das haben Sie doch nicht nötig, meine Damen. Oder? Nein. Entspannen Sie sich, lehnen Sie sich zurück, machen Sie einen guten Schoppen auf. Ein Glas güldenen Weines und lassen Sie sich von uns entführen, zurück in die gute alte Zeit, noch älter als das ZDF. Und Sie hören es schon, wir möchten Sie jetzt einladen zu einem Medley mit unvergessenen Melodien des unsterblichen Robert Stolz. Helmut? Es ist Walzer Zeit. Darf ich bitten? Zwei Herzen im Dreivierteltakt, die hat der Mai zusammengebracht. Zwei Herzen im Dreivierteltakt in einer Walzer Nacht. Ein Viertel Frühling und ein Viertel Wein. Zwei Herzen im Dreiviertel-Takt, was braucht mehr, um glücklich zu sein? Schönen Dank. Die Ute Manzingers, meine Damen und Herren, bei unserem Wiener Medley und natürlich unser ZDF-Fernsehballett. Schön, meine Lieben, dass ihr mit dabei wart. Unglaublich, was sie können, diese jungen Frauen aus den neuen Ländern. So, meine Damen und Herren. Sie sehen es, das ist Wien, ein bisschen heurigen Stimmung, ein bisschen Veaner Blut, das gefällt uns der älteren Generation. Und schauen Sie, was ich hier habe, einen kleinen Waldi, süß, die kommen jetzt wieder in Mode, der kleine Waldi, er war nie auf einer Waldorfschule, aber ist trotzdem ein Waldi, er darf auf keiner Hutablage hinten fehlen. Und wir haben heute Abend wunderbare Gäste, die diesen festlichen Rahmen schmücken und abrunden. Eine großartige Schauspielerin, meine Damen und Herren, demnächst Premiere mit ihrem neuen Film Bandits. Und einer der profiliertesten Charakterköpfe der deutschen Politik bei uns zu Gast, Jasmin Tabatabai und Gregor Gysi. Nachher! Es ist ja gerade in der beginnenden Urlaubszeit so, dass viele unserer Lieblinge sehr, sehr, sehr schlecht behandelt werden. Das ganze Jahr über sind sie recht, um uns das Herz zu wärmen. Und wenn es dann an den Urlaub geht, dann würde man sie am liebsten loswerden. Das ist nicht schön. Und wir hier im Familiensender Sat.1, wir möchten, dass das in Zukunft anders wird. Vielleicht so. Schauen Sie mal genau hin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rentner suchen ein Zuhause. Sie haben bestimmt schon wieder Papier und Bleistift zurechtgelegt. Denn auch heute stellen wir Ihnen wieder verschiedene Rentner vor, die Sie bei sich aufnehmen können, um Ihren Alltag ein bisschen schöner zu machen. Vom schüchternen Diabetiker bis zum verspielten, kinderlieben Familiengrufti. Für jeden Geschmack ist was dabei. Unser erstes Angebot ist Willi.
Es ist ein putzmunteres Kerlchen und kann besonders in der Weihnachtszeit hunderte von tollen Kriegsgeschichten erzählen. Für Willi kommt allerdings nur ein kinderloses Ehepaar in Frage, denn Willi war früher Hausmeister. Albert und Sophie werden nur als Pärchen abgegeben. Sie sind schon einmal getrennt vermittelt worden, haben aber daraufhin die Nahrungsaufnahme verweigert und Möbelstücke und Telefonkabel angeknabbert. Und nun ein Bericht über eine besonders gelungene Vermittlung. Letzte Woche haben wir Ihnen Hubert vorgestellt. Hubert hatte es bei seiner letzten Familie nicht gut und war, wie so viele Rentner vor dem Sommerurlaub, herzlos ausgesetzt worden. Jetzt haben wir für ihn eine neue Familie gefunden. Und Hubert ist glücklich. Ich merke, dass an mir, der ich nun auch in ein Alter komme, wo der Körper nicht mehr so mitspielt. Es ist schön, wenn man sich im häuslichen Kreis ein bisschen beschäftigen kann. Und gerade wir Älteren wünschen doch mehr Spielzeuge direkt für uns. Und es gibt jetzt etwas Wunderbares, etwas sehr Verspieltes, reizend gearbeitet, liebevoll im Detail, die neue Senioren-Barbie. Das ist wirklich allerliebst. Schauen Sie. Schön. Jetzt werden Sie sagen, ja, ist denn die Senioren-Barbie etwa allein? Nein, ihr zur Seite steht in guten wie in schlechten Zeiten Sensenken. Er begleitet sie, man bummelt zusammen und irgendwann schiebt er vielleicht eine Bocelli-CD rein. Und zu den Klängen von Time to Say Goodbye heißt es, wird Zeit, Barbie. Ich habe für Sie ein Bilderrätsel und entschuldigen Sie, ich muss mich unterbeugen, es liegt da. Oh, ja, ja, oh Gott, das liegt hier ganz da unten. Ach, keiner von den Langhaarigen, der mir hilft und es hochhebt. Wenn es um mein Geld geht, sind sie alle da, ja? Aber wenn ich mal Hilfe brauche. Ein schönes, großes, gut sichtbares Bilderrätsel. Wir suchen ein, na, ich würde nicht sagen Krankheit, ein Thema, das uns über viele Kaffeeklatsche und Busfahrten hinweg hilft. Jawohl, da habe ich schon gehört, es ist Rheumatis und Apfelmus. Rheumatismus. Da haben wir das nächste. Das ist ein bisschen schwieriger. Ja, haben Sie es? Schauen Sie. Senior Rin A Band, Englisch für Tanzkapelle, in Sat 1. Ja.
Senorin Abendensatanz. Ein weiteres wichtiges Thema, das ist Liebe und Erotik im Alter. Lange tabuisiert, aber wir Älteren haben gelernt, darüber offen zu sprechen. Und die Liebe, sie lässt nicht nach, aber sie verändert sich. Anstelle der körperlichen Gier tritt Kameradschaft und hol mir was zu essen. Aber das muss nicht so sein. Auch körperliche Liebe kann, wenn man sich Zeit lässt und wenn das Verspielte genügend Raum einnimmt, durchaus im Alter noch Erfüllung finden, wie unser nächster Beitrag zeigt. Viele Menschen suchen bis ins hohe Alter nach Liebe und körperlicher Ekstase. Selbst wenn das Gedächtnis zum Sieb wird, die alten Beine von Krampfadern übersät sind, die Haut teigig und blass in grauen Faltensäcken vom Körper hängt, der Wunsch nach einer leidenschaftlichen Partnerschaft ist ungebrochen. Aber Vorsicht, für manche Rentner wird die erotische Vitalität zum Fluch. Das sind Renate und Paul. Obwohl es nicht den Anschein macht, sind Renate und Paul ein Paar, das sich unglaublich auf den Sack geht. Die beiden sind nicht verheiratet, führen aber schon seit 52 Jahren eine Beziehung. Eine Beziehung, die nur vom Sex zusammengehalten wird. Die Bumserei ist alles, was uns verbindet. Je wilder, desto besser. Ich halte den Paul unterm Strich für ein Riesen-Arschloch. Aber der weiß, was eine Frau braucht. So viel ist sicher. Die Renate ist eine Bestie. Die macht mich verrückt. Ich verachte die Frau charakterlich zutiefst. Aber was wir im Bett machen, geht auf keine Kuhhaut. Animalische Gier kettet sie aneinander. Ein harmonischer, ruhiger Lebensabend scheint ausgeschlossen. Blöd, Mann. Dumme Sau. Sollen wir? Ja, muss ja. Erschütternd. Ein Leben in ewiger erotischer Knechtschaft, von Hormonen diktiert. Unser erster Gast, verdammt, eine junge Schauspielerin. Demnächst hat ihr neuester Film Premiere, Bandits. Herzlich willkommen, Jasmin Tabatabai. Wir haben schon eine große Gemeinsamkeit vorhin ausgiebig festgestellt. Wir waren auf derselben Schauspielschule. Ah ja, ja. Und wir haben sie beide überlebt. Ha ja, ja. In Sturgut. Ja. Ja. Du bist du da aufgewachsen in Stuttgart? Neu. Ich habe nur 4 Jahre da gelebt und so. Kehrwoche gemacht und so. Ja, Kehrwoche, das kennt man hier im Rheinland gar nicht, wo es ja eher schmuddelig ist, aber vom Herzen her. Nee, in Stuttgart ist das ja richtig wichtig. So, ja. Also, weil es gibt ja auch diesen, kennst du das größte Kompliment für die schwäbische Hausfrau? Ja, bei ihr, da hol ich mich so sauber, da können wir vom Boot essen. Oder? Ja. Ja. Oder, Hasi sieht aber arg abgeschafft aus. Ja, genau. Okay. Abgeschafft. Versteht man wahrscheinlich nur, wenn man da mal gelebt hat. Wenn man da gelebt hat, ja, aber es ist ja alles eigentlich lieb gemeint, ne? Ja, ja. Mal gleich für die vielen Zuschauer, die jetzt rätseln, Jasmin Tabatabai. Ja. Ja? Das ist ein persischer Name? Genau. Mhm. Und du bist aber in Deutschland aufgewachsen? Teils. Nee, ich bin in Teheran geboren. Ja. Und 12 Jahre habe ich da gelebt und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Und Persisch ist eine völlig eigenständige Sprache, ja? Ja, ja, ja. Ja, es ist auch nicht dasselbe wie Arabisch, wie man immer so denkt. So heißt ja eh alles dasselbe und so. Nee, also Persisch ist vom Stamm her eine indogermanische Sprache. Ja. Wir können ja ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Also es ist so... Das merkt man an Worten wie Mother, das heißt Mother, also Mutter. Und ja. Daran merkt man das so. Ja. Also wo eine Verwandtheit im Klang da ist. Sprichst du noch Persisch? Ja, also ich spreche natürlich inzwischen sehr viel besser Deutsch, aber ich kann es noch einigermaßen. Ja. Was hast du für einen Pass? Ich habe einen deutschen Pass, ja. Und wie ist es an der Grenze und so weiter? Können wir vorstellen, wenn du in Länder kommst, wo man ein bisschen strenger ist und sagst,
Ja, ich hab gerade in der Schweiz irgendwie, wollte ich mit abgelaufenem Pass einreisen und hab da richtig Probleme gehabt. Weil die denken sich wahrscheinlich, wer ist das denn? Also es kommen auch manchmal so Sprüche wie, where did you get your German passport from und so. Ja, ja. Mhm. Also da wird man schon ein bisschen komisch angeredet. Ja, aber ich habe ja eine deutsche Mama, das vergisst man ja immer. Ne? Also ich bin schon, ja. Ja, multikulturell. Der Film Bandits startet am 3. Juli. Genau. Und es ist ein Film Regie Katja von Garnier. Mhm. Und Katja Riemann ist mit dabei und Nicolette Krebitz, also ganz, ganz tolle Besetzung. Ja. Und was spielt ihr? Ihr spielt eine Mädchenband? Na, wir spielen so eine Knastband, also es ist kein Knastfilm, aber ja, wir spielen eine Band, die sich im Knast zusammenfindet, die auch aus vier völlig unterschiedlichen Leuten besteht, die wahrscheinlich sonst nie zusammen Musik machen würden, die im Rahmen eines Resozialisierungsprogrammes so auf dem Polizeiball spielen sollen und dann, naja, dann die Gelegenheit nutzen, um auszubrechen und... Ja, aber eigentlich ist es auch eine Geschichte über Freundschaft. Also wie zwischen diesen einzelnen Banditen eine Freundschaft entsteht. Bandits, ein kurzer Ausschnitt. Moment! Also pass mal auf, damit eins klar ist. Ich zähle ein. Wenn du bis vier zählen kannst. Eine Geige nehmen. Okay, wer möchte mit? Nee, den da. Just that. Den. Der küsst bestimmt gut. Das sah ja sehr vielversprechend aus. Ja, du meinst diese Schlammszene. Ja, das war Werner Schreier, ja, dein Partner? Ja. Das ist, kennen viele als Bossmodel, ja? Und ich finde, da sieht er sehr, sehr toll aus. Tut er das auch in Wirklichkeit? Ja, also es ist unglaublich. Wirklich, wenn so nach so einem langen Drehtag, wir Frauen dann immer so völlig so fertig, so ja, mit Augenring und so. Und Werner sah immer blendend aus, sah immer gut aus, ja. Und wie ist er so? Ist er umgänglich oder ist er zickig? Ich mag ihn sehr gerne. Er ist überhaupt nicht zickig. Er ist total witzig und sehr, sehr authentisch. So. Und ich meine, wir hatten ja da diese... Die sieht ja ziemlich heavy aus. Ich meine, im Schlamm und nicht sehr viel an. Ja, ich hatte... Also es sieht romantischer aus, als es dann letztendlich ist, wenn man sowas dreht, weil es war Oktober. Ja. Es war sehr kalt und ich hatte tagelang Sand im Hintern. Nee, wirklich. Das klingt ja für viele auch nach Pauschalurlaub, aber ja. Aber. Wo wurde das denn gedreht? In Hamburg, irgendwo da an der Elbe. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe noch nie so gefroren in meinem Leben wie bei dieser Liebesszene. Und wie lange habt ihr euch vorher gekannt? Ach, naja, vielleicht einen Monat oder so. Das schon, ja. Also ihr habt schon andere Szenen zusammen gedreht. Ja, klar. Nee. Also das ist, ich meine, das kommt auch manchmal vor, dass man dann irgendwie eine Liebesszene gleich am ersten Tag drehen muss oder so. Aber nee, bei uns war das sehr human und gut. Wie ist die Stimmung mit drei so bekannten Frauen als Schauspielerin und ja einer Regisseurin, Katja von Garnier, die mit dem Film wie abgeschminkt als Senkrechtstarterin losgelegt hat? Sehr gut. Also ich meine, die Frage wird sehr, sehr oft gestellt. Ja. Also offensichtlich ist es doch etwas sehr Unübliches, wenn man einen Film macht, den letztendlich ja, Frauen dominieren. Also in dem Sinne, dass sie halt mal keine Zubringerrollen spielen, sondern halt die Hauptrollen haben. Und wo die Regisseurin auch eine Frau ist, da wird einem immer die Frage gestellt, und wie ist es so? Versteht ihr euch? Ja. Also nicht jetzt, dass du... aber doch, auch vor allem. Aber, okay, also ja, ich meine, es ist gut, gut. Also ich meine, das Ding ist, wir sind halt auch echt befreundet. Und wenn man miteinander arbeiten kann und so ein Projekt hat, was einem sehr am Herzen liegt und darüber hinaus versteht man sich auch noch privat sehr gut, ja, dann ist es einfach nicht aufzuwiegen. Dann ist es ein Luxus, den man ganz, ganz selten hat. Spielt ihr da die Instrumente selbst in dem Film? Ja, richtig. Also du hörst natürlich schon Studiomusiker, aber wir haben das alles brav gelernt. Und du hast ja auch eine Band?
Ich hatte eine Band. Ich, ja? ich war bis vor kurzem bei Even Cowgirls Get the Blues. Und das ist das Tolle, du bist so, ich glaube, dass du eigentlich vielleicht ein bisschen schüchtern bist, ja? Sie wollte das nicht, aber es ist so toll und wir haben gesagt, das ist wunderbar und sie macht das ganz toll. Helmut, haben wir mal zufällig eine Gitarre? Aha. Zufällig. Nein, aber du kannst das wirklich ganz, ganz toll und vor allem, es ist so aus dem Stand raus und nicht... spontan. Das ist Helmut mit einer Gitarre. Ach, Helmut. Hallo, Helmut. Hallo. Ihr kennt euch. Eieiei, ja. Und das ist eine Nummer, die du auch im Film singst. Ja, das ist Lunas persönlicher Song. Der heißt Another Sad Song und im Rahmen des Seniorenprogrammes passt es vielleicht. Passt ja toll rein. Ein leiser Rhythmus, auch ein bisschen Kuschelrock fast. Ja, ich würde es ja gerne auf diese Kuschel-LPs raufkriegen, aber müssen wir gucken. Ja, das gefällt mir. Da ist so ein Geschäftssinn. Ja, das lässt sich schon machen. Das kommt alles. Ja, mal gucken. Na, also es ist im Film, es ist eine Szene, wo Luna dann mal alleine, also Luna ist so die Rock'n'Rollerin in dem Film, ja, so immer so, yeah. So echt so tough und so. Und wenn sie sich unbeobachtet fühlt, dann singt sie so ein zartes Lied. Und willst du es wirklich hören? Ja. Okay. Wieso fragst du mich das? Natürlich will ich es wirklich hören. Ja, weil ich vielleicht noch ein bisschen rauszögern will. Nein, ganz bestimmt. Nee, und ich hab das Lied eigentlich geschrieben, weil meine Mutter... Okay. Ja. Aber... Okay, wir machen weiter. Mich erinnert es ein bisschen an Hannes Wader. Kennst du Hannes Wader noch? Mm-mm. Der hat immer halbe Stunde gestimmt. So, und jetzt kommt ein Lied. Bing, 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 bing. Und so und dann ging's los. Aber es ist ein tolles Lied und spiel es. Also gut, aus dem Soundtrack der Bandits. Okay. Well, I'm sitting alone with my guitar slightly out of tune. And it's a lovely night. I try to write a song with a happy summer melody, like I have tried so many times before. But I can't really tell you what is wrong. But all that comes out is another sad song. Maybe it's because I slept too long and nobody called me. Game like chess, another lonely night turns to day with another hair of mine turning gray. No, I can't really tell you just what is wrong, my dear. But still, what comes out is another sad song. Am 3. Juli startet der Film. Ja. 3. Juli, Bandits. Jasmin Tabatabai. Alles Gute. Ciao. Ich freue mich sehr auf meinen nächsten Gast. Er schaut in regelmäßigen Abständen bei uns vorbei und er ist eigentlich auf dem Sprung in der Politik. Und ich bin sehr neugierig zu erfahren, wohin. Einer der profiliertesten und, das gefällt mir besonders, auch der umstrittensten deutschen Politiker. Herzlich willkommen, Gregor Gysi. Fühlen sich wohl, ja? Das hat so ausgeschaltet, ja? Wieder. Hat ein bisschen was von Theateratmosphäre. Ja, das ist es. Wo haben Sie den heutigen Tag verbracht? Waren Sie in Bonn? Nee, ich war heute in Bremen. Bremen? Hm? Auch eine schöne Stadt. Eine wunderbare Stadt. Ja. Sehr hanseatisch, sehr korrekt. Was haben Sie da gemacht? Also gestern habe ich da mit Studentinnen und Studenten diskutiert über Bildungspolitik. Dann habe ich einen Vortrag über Utopie gehalten. Heute war ich in der Wehrmachtsausstellung und dann bin ich langsam mit dem Auto nach Köln-Bonn gekommen, um jetzt hier zu sein und morgen in mein Büro in Bonn zu gehen. Nicht geflogen, Sie haben ja einen Flugschein.
Ja, aber das wäre nur übertrieben. Also, aber das mache ich nur sehr gelegentlich. Ja, ja, das hätte so für die Presse was. Gysi fliegt zu Terminen. Es hätte nur was für die Presse, wenn Sie mit drin sitzen würden. Ja, und ich habe gehört, dass Sie sich das nicht trauen. Ja, eigentlich, ich bin grundsätzlich feige. Aber das wäre, es hätte irgendwas. Also, die Frage wäre, für wen wäre die Schlagzeile größer im Falle, dass etwas schief geht? Verstehen Sie? Ja. Hieß es Schmidt in Maschine von Gysi abgestürzt oder umgekehrt. Gysi tot, Schmidt an Bord. Ja. Also, das, ne, ja. Das ist ja in der Medien. Das meins? Ja, das will ich. Also was der größere Verlust wäre, darüber brauchen wir ja nicht zu streiten. Aber ich denke, Sie geben die größere Überschrift ab. Erstens sind Sie länger, zweitens sind Sie bekannter, drittens tauchen Sie jeden Abend auf. Ja. Das fällt ja bei Ihnen viel schneller auf, wenn Sie weg sind. Das weiß ich nicht. Ja, doch, vielleicht nicht. Ich denke, das heißt, das fängt an bei Thomas Morus und endet... So ungefähr, ja. Heute, ja. Naja, wir sind ja in einer Zeit, die unheimlich geprägt ist, angeblich zumindest durch Zwänge, Globalisierungszwänge, Marktzwänge, ja, durch Pragmatismus. Und ich habe den Eindruck, ich kann mich täuschen, dass gerade die jungen Leute doch auch wieder ganz gerne über Visionen reden. Also man braucht ja auch eine Orientierung. Ich finde, wenn man sich nur von Zwang zu Zwang bewegt, da kommt nichts bei raus, wenn man kein Ziel hat. Und können Sie so pauschal sagen, was da sozusagen die jungen Menschen in Bremen mit nach Hause genommen haben? Was ist die Vision, die Utopie von Gregor Gysi? Anna, ich habe da eine Stunde geredet. Soll ich das jetzt wiederholen? Dann ist, Nein, aber ich meine, das ist ja... können Sie nicht auf 1,30 runterreden? Nein, ja, wissen Sie, aber das ja, kann man. Das habe ich ja inzwischen gelernt. Das Problem ist nur, dann klingt es natürlich ein bisschen platt. Natürlich geht es um eine sozialgerechte Gesellschaft. Ja. Natürlich geht es um eine Gesellschaft, wo die Geschlechter endlich gleichgestellt sind. Eine Gesellschaft, wo auch der Nord-Süd-Konflikt aufgelöst ist. Eine Gesellschaft, in der wirklich eben nicht nur soziale Gerechtigkeit herrscht, sondern der ökologische Umbau sich vollzogen hat. Also da spielen heute sehr viele Fragen hinein, vielleicht sogar mehr, als früher sich die Utopisten oder die Visionen entwickelt haben, vorgestellt haben. Aber dann kommt halt der Alltag wieder auf einen zu und dann denkt man leider nicht mehr so viel über Visionen nach. Aber wenn man eine hat, glaube ich, lebt es sich besser als ohne. Das glaube ich auch. Ja, ist so. Können Sie denn sich, um mal was ganz Handfestes zu machen, können Sie sich einigermaßen zum Beispiel vernünftig ernähren? Ich staune immer, wenn ich sehe, was diese Politiker für einen Zeitplan haben, wo sie sind heute hier, morgen da. Achten Sie auf Ernährung? Sind Sie alkoholgefährdet? Rauchen Sie? Oder was können Sie auch für Ihre Gesundheit was tun? Also ich achte relativ wenig auf Ernährung, bin nicht alkoholgefährdet, rauche allerdings. Viel? Ja, ich zähle da nicht mit. Ja. Aber ich merke, wie die Schachteln so weggehen. Nein, mit Filter. Mit Filter. Das redet einem dann ein gutes Gewissen ein. Das mit dem Essen ist ja so eine Sache. Früher in der DDR war das kompliziert, immer das zu kriegen, was man gerade wollte. Aber wenn man es dann kaufen konnte, hat es auch nach dem geschmeckt, was drauf stand. Heute bin ich durch Tankstellen gewöhnt, dass alles gleich schmeckt. Ne? Weil das ist immer der Ort, wo ich Zeit habe, einzukaufen. Wie, Sie gehen an die Tankstelle einkaufen? Gelegentlich, ja. Ja? Wenn alles andere dicht hat, ja. Fertiggerichte und so? Und die machen Sie dann zu Hause in der Mikrowelle warm oder reisen Sie auf und essen so wie Studentenzeiten kalt ja, raus? So. Wirklich? So. Na. Ja, so. Wenn ich unterwegs bin. So, ja. Aber wenn ich Zeit habe, dann bereite ich auch ganz gerne zu. Zum Beispiel zu Weihnachten mache ich die Gans. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Ja? Ja. Und das klappt auch wirklich? Das klappt. Woher kommt die Gans von Gregor Gysi? Ich meine, aus welchem aus Land? Aus dem Laden. Aus dem Laden. Achten Sie nicht drauf, es gibt ja ungarische Gänse, es gibt deutsche Gänse, die ich zum Beispiel kaufe. Ja, dann es gibt polnische Gänse, die fantastisch schmecken. Ja. Und das ist Ihnen egal? Nö, aber das würde ich jetzt nicht sagen, weil das wäre so eine Art Parteinahme. Ne? Ja, da muss man als Politiker doch ein bisschen vorsichtiger sein. Ungeheuer vorsichtig sein, ja. Wie sieht es denn aus? Ich will ja noch mal nach Ungarn und nach Polen und so. Nicht. Also, ja, sind ja eigentlich Bruderstaaten. Dann darf ich auch Ihre Gänse nicht verschmähen. Ja? Nee, das hat ja damit nichts zu tun. Also, man sagt im Volksmund, man ist auch schon mit ungarischer Gans reingefallen. Nicht? Obwohl die ja so zum Beispiel mit als die Besten gelten an Weihnachten. Was mich immer sehr beunruhigt ist, und das frage ich jeden Politiker, der kommt, sind wir wirklich so verschuldet, wie das uns die Presse weismachen will? Ich habe Sie neulich im Bundestag sehr erregt gesehen, dass man uns gar nicht sagt, wie verschuldet Sie schauen wir wirklich Bundestag? Sind. Ich schaue immer Bundestag, weil ich warte immer auf NTV, bis die Aktien wiederkommen. Ja, und, ja. Das ist, ja. Und das ist häufig Bundestagsreden sogar mit Gebärdendolmetscher. Machen die das. Naja, das ist, also mich ärgert das wirklich. Wenn ich eine Zahl nur nennen darf. Ja.
Im letzten Jahr hat das Sparvermögen aller Bundesbürgerinnen und Bundesbürger um 300 Milliarden zugenommen. Das heißt um 10%. Dabei muss man allerdings wissen, dass das Sparvermögen von Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfängern, von Arbeitslosen und auch Lohnabhängigen zurückgegangen ist. Das heißt, dass die obere Einkommensschicht, zu der wir beide gehören, und dann noch die ganz Reichen und die ganz Vermögenden. Ja, der Unterschied ist, bei mir weiß es jeder, bei Ihnen ahnt es jeder. Aber ich will nur sagen, die haben so zugelegt, dass sie nicht nur die Verluste weggemacht haben, sondern dass dann auch noch 300 Milliarden hinzugekommen sind. In der gleichen Zeit hat der Staat weniger eingenommen. Ja. Daraus, ohne weitere Zahlen, können Sie schon ersehen, dass unsere Steuergesetzgebung höchst ungerecht sein muss. Wenn die Reichen noch mal 300 Milliarden zunehmen und der Staat nicht mal 10% davon abkriegt, stimmt irgendetwas nicht an unserer Steuerstruktur. Und ich finde, das muss sich ändern. Ja, das haben Sie recht. Und gleichzeitig vergeht ja keine Nachrichtensendung, wo nicht irgendein neuer Vorschlag zu Sozialkürzungen, zur Kürzung von Arbeitslosenhilfe und so weiter unterbreitet wird. Und ich finde, da darf man noch protestieren und da darf man auch noch anderer Meinung sein und eine andere Verteilungsgerechtigkeit fordern. Natürlich. Was? Wir haben nicht zu wenig Geld. Wir holen uns es nur von den Falschen nicht und außerdem verteilen wir es dann noch ungerecht. Aber das wird natürlich. Ja, wir sehen hier, es wird schwierig, das durchzusetzen. Ja. Ich bin auch der Meinung. Ja. Aber es wird schwierig. In welcher Funktion können wir Sie denn im neuen Parlament, das ja entweder nächstes Jahr oder ab morgen gewählt wird, in welcher Funktion können wir denn mal als eine Utopie für uns Sie da vorstellen? Ja gut, ich biete Ihnen gleich mehrere Varianten an, aber erstmal wollte ich sagen, wenn es nach mir ginge, so schnell wie möglich. Das liegt erstens daran, dass ich finde, ein Wechsel ist dringend erforderlich. Zweitens liegt es daran, dass ich Wahlkampf nicht leiden kann und insofern bin ich dafür, dass er ganz kurz ist. Und drittens haben die mir seit 90 versprochen, dass sie irgendwann nach Berlin umziehen. Ich bin ja geduldig, ne? Ja. Und ich bleibe da auf jeden Fall so lange drin, bis sie nur endlich wirklich umgezogen sind. Ich muss bloß aufpassen, dass das nicht bis zur Rente ist. Wobei ich finde, wir Berner haben nicht das Recht, uns über die Alten lustig zu machen. Zusammen sind wir auch 88, habe ich vorhin ausgerechnet. Ich selber habe mich über die Alten nicht lustig gemacht, sondern schon bereits als Teil der Alten dargestellt. Hundertprozentig. Ja, ja, das ist aber auch so eine charmante Form. Nee, aber ich will ja nur sagen, alt werden wir ja alle, ne? Nur, als was können Sie mich da erleben? Möglicherweise als Fraktionsvorsitzende, ich glaube, weiter wird es nicht reichen. Wenn die Gesellschaft so weit ist, dass sie mich als Minister akzeptieren könnte, dann ist es wieder nicht mehr nötig, dass ich einer werde. Und insofern fällt es aus. Ah. Ah, das war ein großer. Das ist ja. Ja. Jetzt geht's zurück nach Bonn. Ja. Ja. Ein relaxtes Wochenende oder Stresstermine? Morgen fahre ich zur IG Metall-Jugend. Da geht es um Ausbildung und Lehrstellen. Ja, man ist schon einigermaßen unterwegs, aber ich habe mir den Beruf ja freiwillig gewählt. Deshalb finde ich es auch immer bescheuert, wenn Politiker sich irgendwo hinsetzen und furchtbar über ihre Termine jammern. Andererseits sind sie alle geil auf Termine, also sollen sie nicht so tun, als ob sie... Naja, muss man da einfach mal sagen. Und, das war schön, Herr Gysi. Ich kenne so viele, die dann immer so gerne im Bundestag reden, um hinterher zu sagen, wie wahnsinnig schwer es ihnen gefallen ist und dass sie schon wieder ran mussten. Und ich finde, da muss man einfach auch ehrlicher mit seiner eigenen Eitelkeit umgehen. Nein, erfrischendes erträglicher. Ja, danke für den Besuch. Alles Gute. Alles Gute. Gregor Gysi, ein schönes Wochenende und gute Nacht. Dankeschön.